Herzlich willkommen zu unserem IHK-Spezialwebinar Standard-Kompass-Lieferkettengesetz. Mein Name ist Betty Krause-Leinert. Ich bin Leiterin des Geschäftsfelds international in der IHK Schwaben. Es sind ja nur noch wenige Wochen, dann tritt das deutsche Lieferkettengesetz in Kraft, das Unternehmen dazu anhalten soll, sich zukünftig vertieft mit Lieferketten auseinanderzusetzen und inwieweit dort Menschenrechte und auch Umweltschutz eingehalten werden. Sei es jetzt, weil Unternehmen direkt in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen oder weil sie mittelbar Erklärungen gegenüber ihren Geschäftspartnern abgeben müssen. Das wollen wir jetzt zum Anlass nehmen, uns damit auseinanderzusetzen, welche Hilfestellungen es hier bereits gibt. Ganz konkret gibt es eben viele Siegel und Zertifizierungen auf dem Markt, die dabei helfen und unterstützen können, die Sorgfaltspflichten nach dem Lieferkettengesetz einzuhalten. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir heute auch den Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte für die Veranstaltung gewinnen konnten, denn der Helpdesk hat erst vor wenigen Wochen ein entsprechendes Tool veröffentlicht, den sogenannten Standards-Kompass, der eben Unternehmen ganz konkret dabei unterstützen soll, einen Überblick zu bekommen, welche Siegel und Zertifizierungen gibt es zu welchen Themen und wie können diese Standards einem bei der Einhaltung der Sorgfaltspflichten helfen. Deswegen darf ich an dieser Stelle auch ganz herzlich Malte Drewes vom Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte begrüßen, der uns zunächst einen Überblick geben wird über die gesetzlichen Inhalte, zum einen des deutschen Lieferkettengesetzes, aber eben auch des europäischen Gesetzesvorhabens, das in den nächsten Jahren sicherlich dann auch kommen wird und dann in einem zweiten Teil uns auch vorstellen wird, den Standardskompass und wie man ihn konkret anwenden kann. Vielen Dank, Herr Drewes, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Und bevor ich jetzt das Wort an Herrn Drewes übergebe, noch ein paar organisatorische Hinweise. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen in den Chat zu stellen und diese werden dann gerne im Anschluss an den Vortrag beantwortet. Sollte es einmal nicht möglich sein, eine Frage sofort zu beantworten, dann werden wir dies gerne im Nachgang tun und per E-Mail nachreichen. Und ebenfalls per E-Mail erhalten Sie dann in den nächsten Tagen sowohl die Präsentation als auch den Link zur Aufzeichnung des Webinars. Ja, das war es jetzt eigentlich schon mit meiner Vorrede. Ich wünsche Ihnen allen ein interessantes Webinar und Herr Drewes, ich darf das Wort an Sie übergeben. Ja, herzlichen Dank, Frau Krause-Leinert. Herzlichen Dank auch an die IHK Schwaben für die Einladung und für die nette Anmoderation für das heutige Webinar. Ich freue mich über Ihr Interesse und Ihre Teilnahme an der Veranstaltung. Ich möchte jetzt zu Beginn zunächst einmal nochmal darauf eingehen, worum geht es eigentlich bei dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz? Was sind die Eckpunkte? Was kommt da jetzt auch ganz konkret auf Unternehmen zu? Zunächst natürlich die Unternehmen, die direkt unter das Gesetz fallen, mit über 3.000 beziehungsweise respektive dann 1.000 Beschäftigten. Da tritt das natürlich unmittelbar in Kraft, aber es gibt auch eine sogenannte mittelbare Betroffenheit für die KMUs beziehungsweise die mittelständischen Unternehmen und ausländischen Zulieferer, die eben unter diese Schwelle fallen, aber dennoch in den Lieferketten mit den großen Unternehmen auch verbunden sind. Nach diesem Teil der Veranstaltung werde ich dann noch mal ganz kurz ein paar Sätze zu unserem Angebot verlieren und dann im abschließenden Teil ganz konkret auf den eben schon bereits angekündigten Standards-Kompass kommen und Ihnen live unser neuestes Tool zeigen. Die Erwartungen an Unternehmen im Bereich ESG und ein stärkerer Fokus auf die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Einhaltung von Menschenrechten sind insgesamt sehr stark gestiegen über die letzten Jahre. Das hier sind einfach mal so ein ganz paar Snapshots, was sich da alles getan hat. Also es gibt natürlich das deutsche Lieferkettengesetz, was Ihnen ja sicherlich ein Begriff ist. Das heißt also, die Bundesregierung ist hier gesetzgeberisch tätig geworden. Es gibt auch eine Initiative auf EU-Ebene, auf die ich gleich noch eingehen möchte. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine steigende Erwartung seitens der Endkunden und auch seitens der institutionellen Investoren. Das heißt also, man sieht an vielen Stellen, dass dieses Thema
Nachhaltigkeit und Einhaltung von Sorgfaltspflichten, Einhaltung von Menschenrechtsstandards in Lieferketten immer mehr an Fahrt aufnimmt und die Wirtschaft beschäftigt. Ich möchte das Thema auch noch mal so ein bisschen einbetten, wenn man sich die politischen und rechtlichen Entwicklungen anschaut der letzten 10 Jahre. Dann sehen wir hier mit der Verabschiedung der sogenannten VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die in einem Konsens vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 2011 verabschiedet wurden, dass seither sowohl auf nationaler Ebene in verschiedenen Ländern, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, sowie auf internationaler Ebene sehr viel passiert ist. Und das hier sind nur ein paar Beispiele davon, was da eigentlich alles im Bereich Regulatorik auch passiert ist. Es gibt die Umsetzung der VN-Leitprinzipien über sogenannte nationale Aktionspläne. Einen solchen hat die Bundesregierung 2016 ins Leben gerufen, der bereits auch die Erwartungen an die Unternehmen zur Einhaltung oder zur Achtung dieser Menschenrechtsstandards formuliert. Viele andere Länder, ich glaube mittlerweile über 30 Länder weltweit, haben solche ähnlichen NAPs. Und es gibt eben auch einige Nachbarländer wie Frankreich, Niederlande, UK und viele weitere skandinavische Länder, die sich auf den Weg gemacht haben oder gerade dabei sind, sich auf den Weg zu machen, bestimmte Bereiche eben dieser Thematik auch zu regulieren. Und in diesem Kontext ist auch das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zu sehen, was letztes Jahr verabschiedet wurde und jetzt zum 1.1. in Kraft tritt. Gleichzeitig gibt es eben auch auf internationaler Ebene und EU-Ebene viele Entwicklungen, die auch hier darauf einzahlen und die alle auch miteinander irgendwo in Bezug stehen. Das sind verschiedene Berichtspflichten zu nicht finanziellen Berichterstattung, aber auch Themen wie die EU-Konfliktminerale-Verordnung, die jetzt auch schon seit längerem in Kraft ist und seit neuestem natürlich auch zum einen die Verordnung zu entwaldungsfreien Lieferketten, die derzeit in der Pipeline ist und auch die geplante EU-Richtlinie zu Nachhaltigkeitspflichten, auf die ich gleich auch noch kurz eingehen möchte. Grundlage für das deutsche Lieferkettengesetz und auch für diese weiteren Entwicklungen sind die VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und dieses internationale Rahmenwerk mit seinen 3 Säulen ist gewissermaßen hier auch immer wieder das Rahmenwerk, auf das Bezug genommen wird und was auch extrem wichtig ist in diesem Kontext. Denn hier wird definiert, dass es eben neben der primären staatlichen Schutzpflicht zur Einhaltung der Menschenrechte in dieser ersten Säule eben auch die 2. und 3. Säule gibt. Zum einen die unternehmerische Verantwortung, also eine gewisse Erwartung an die Unternehmen, solche Sorgfaltsprozesse oder solche Managementsysteme einzurichten und umzusetzen und damit ihren Beitrag auch zu leisten. Und zum Dritten natürlich auch Zugang zu Abhilfe und Wiedergutmachung. Das gilt sowohl für die staatliche Sphäre als auch eben auch für die private Sphäre. Alles das, was in diesem ganzen Kontext von Beschwerdeverfahren und was folgt eigentlich daraus, Stichwort Abhilfemaßnahmen, Stichwort Wiedergutmachung, insgesamt auch zu leisten ist. Denn es geht ja nicht nur darum, seine Risiken in der Lieferkette zu kennen, sondern auch entsprechend zu adressieren, um sie zu minimieren oder im besten Fall natürlich auch zu beseitigen. Nun also zu den Eckpunkten des deutschen Lieferkettengesetzes. Auf dieser Folie sehen Sie oben links die Anforderungen, die hier formuliert werden. Und im Grunde genommen sind es Anforderungen, die Sie vielleicht auch schon aus anderen Managementsystemansätzen kennen. Es geht um ein Sorgfaltsmanagementsystem entlang dieser 5 Kategorien oder 5 Kernelemente. Ist eine Verabschiedung einer Grundsatzerklärung, die Durchführung einer Risikoanalyse, das Ableiten und Umsetzen von risikobasierten Präventions- und Abhilfemaßnahmen, die Einrichtung eines Beschwerdemechanismus und die Berichterstattung über diese ganzen Aktivitäten. Das Ganze muss im Kerngeschäft vom Unternehmen verankert werden
Es geht um Sorgfaltspflichten im eigenen Geschäftsbereich, inklusive auch der ausländischen Standorte und Tochtergesellschaften, sowie gegenüber den direkten Zulieferern. Und es gibt eben noch diesen besonderen Kniff mit der substanziierten Kenntnis, auf das ich gleich noch eingehen möchte, dass eben auch gegenüber mittelbaren Zulieferern bei sogenannter substanzierter Kenntnis eben auch gewisse Sorgfaltspflichten gelten. Sie brauchen hier keine Angst haben, dass Sie dafür garantieren müssen, dass es zu keinerlei Menschenrechtsverletzung kommt in Ihren Lieferketten. Es geht um eine Bemühungspflicht und es geht um das Umsetzen eines Managementansatzes. Betroffen, wie gesagt, sind eben große Unternehmen mit mehr als 3.000 und dann ein Jahr später mehr als 1.000 Beschäftigten. Es geht um die Einhaltung der Menschenrechte, also nicht nur die Arbeits- und Sozialstandards, sondern eben auch andere menschenrechtliche Aspekte, die hier geregelt sind, auch das Gesundheitsschutz zum Beispiel oder Fragen zur Lärmemission oder Bodenverunreinigung, Wasserverunreinigung, solche Themen sind hier auch mit abgedeckt. Und es geht auch nochmal explizit um bestimmte Umweltpflichten, die aus drei Umweltübereinkommen resultieren. Die zivilrechtliche Haftung, ein auch sehr viel diskutiertes Thema, hat sich durch diese gesetzliche Grundlage eben nicht geändert. Und kontrolliert und durchgesetzt wird das Lieferkettengesetz vom BAFA, vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, einer nachgelagerten Behörde des Wirtschaftsministeriums. Ich hatte es eben schon kurz skizziert. Das hier sind nochmal auf einen Blick die geschützten Rechtspositionen. Ich will hier gar nicht auf jeden Aspekt im Einzelnen eingehen, aber ich glaube, es ist immer ganz hilfreich zu Beginn einmal nochmal diesen Rundumschlag zu haben, um einfach nochmal zu sehen, worum geht es eigentlich. Also es sind viele Dinge, wenn man über Menschenrechtsverletzungen nachdenkt, die auch dann einfach auch direkt auf der Hand liegen. Folterverbot, Recht auf Freiheit, Verbot von Kinderarbeit, aber auch Themen wie Recht auf Gesundheit, Gewerkschaftsrechte und so weiter. Also viele Dinge, die einfach ein gutes Leben oder ein menschenwürdiges Leben sozusagen ausmachen. Das ist eben das Ziel und der Hintergrund dieser gesetzlichen Regelung. Wie gesagt, Menschenrechte grundsätzlich erstmal von Staaten einzuhalten, aber aufgrund unserer sehr globalisierten und interdependenten Welt haben Unternehmen hier auch einen gewissen Spielraum, im Positiven wie im Negativen, eben auch zur Achtung dieser internationalen Standards auch beizutragen. KMUs und andere, also KMU steht jetzt hier in dem Zusammenhang sozusagen für Unternehmen unterhalb dieser Schwelle. Das ist jetzt natürlich nicht besonders präzise formuliert, sondern im Grunde KMUs, mittelständische Unternehmen, ausländische Zulieferer, all jene, die weniger als 1.000 oder dann perspektivisch 1.000 Beschäftigte haben, sind eben nicht direkt betroffen. Das heißt, sie haben keine Pflichten nach dem Gesetz. Sie müssen nicht berichten, sie haben brauchen keine Sorgen haben vor etwaigen Bußgeldern oder vor dem Ausschluss von Vergabeverfahren. Nichtsdestotrotz gibt es so etwas wie eine mittelbare Betroffenheit, denn die Großunternehmen, die unter das Gesetz fallen, müssen ja nicht nur ihr eigenes Handeln sich anschauen, sondern insbesondere auch in die Lieferketten schauen. Und damit kommt es zu so einer Situation, dass die Zulieferer und die in der tieferen Lieferkette, also nicht nur die direkten Zulieferer, sondern auch die mittelbaren Zulieferer, eben auch einbezogen werden müssen, sag ich mal in Klammern, um bei der Risikoanalyse und auch bei der Umsetzung von Maßnahmen diese Großunternehmen auch zu unterstützen. Und da ist es ganz wichtig, dass man eben auf Augenhöhe auch agiert und dass eben die Zulieferer sich auch sehr genau sozusagen überlegen, welchen Beitrag sie leisten können und wo vielleicht dann auch die Grenzen sind dessen, was sie leisten können. Also das hier sind so ein paar Beispiele,
zum Beispiel Informationen auch bereitzustellen, ohne aber da Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse weiterzugeben, vielleicht mit den Unternehmen gemeinsam bestimmte Kontroll- oder Anreizsysteme zu schaffen, durch Schulung, durch Weiterbildung, aber vielleicht auch durch die Weitergabe von bestimmten Anforderungen über Vertragsklauseln und das, dergleichen mehr. Da gibt es eine ganz breite Palette an verschiedenen Möglichkeiten, wie sozusagen diese Standards auch über robuste Managementsystemansätze auch in die Lieferketten getragen werden. Und das sehen wir auch momentan, dass es ein großes Thema ist und dass es da viele Fragen auch dazu gibt, wie sozusagen die mittelbar betroffenen Unternehmen sich hier am besten aufstellen, um dann eben mit den direkt unmittelbar betroffenen Unternehmen auch zusammenzuarbeiten an diesen Themen. Vielleicht können wir da später auch in der Diskussion noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen. Gefordert ist zunächst mal die Einrichtung eines wirksamen und angemessenen Risikomanagementsystems. Es geht also darum, dieses Thema tatsächlich in die Kernprozesse des Unternehmens zu bringen, in alle maßgeblichen Geschäftsabläufe zu verankern, entsprechende Zuständigkeiten festzulegen, Stichwort Menschenrechtsbeauftragter oder Menschenrechtskomitee, die Geschäftsleitung und das Commitment dabei zu haben, dass eben auch entsprechend im Unternehmen einmal regelmäßig darüber informiert wird, aber dass natürlich auch die entsprechenden Prozesse umgesetzt werden können mit dem entsprechenden Backing auch der Geschäftsleitung. Und vor allem auch wichtig, die Interessen der Betroffenen, also dieser Perspektivwechsel hin zu den Interessen der Betroffenen, weg von den genuinen Unternehmensinteressen, ist extrem wichtig in diesem Zusammenhang. Und das Ganze geschieht durch ein entsprechendes Risikomanagementsystem. Deswegen, wenn Sie sich links hier diesen Kreislauf anschauen, es dreht sich im Grunde alles um die Risikoanalyse und dem, was dann auch daraus folgt, also welche Präventions- und Abhilfemaßnahmen dann auch passen. Und über diese ganzen Ansätze muss dann wiederum eben berichtet und kommuniziert werden. Unternehmen müssen aber nicht dafür garantieren, dass es zu keinerlei Menschenrechtsverletzungen kommt, wie ich eben schon angemerkt habe, sondern sie sind angehalten, in angemessener Weise zu agieren. Und dieser Begriff der Angemessenheit ist im Gesetz eben auch noch mal ein bisschen konkreter aufgezeigt worden. Sie sehen hier die vier verschiedenen Kategorien oder ja, Kriterien, die herangezogen werden, um die Angemessenheit zu bestimmen. Das ist zum einen Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, also wo in der Lieferkette sind Sie da verortet als Unternehmen. Damit zusammenhängt auch natürlich das Einflussvermögen und die Verursachung und der Art des Verursachungsbeitrags. Also ist das etwas, ist das eine Verletzung, die Ihr Unternehmen selbst verursacht hat oder haben Sie da lediglich zu beigetragen? Also geht es um bestimmte Menschenrechtsverletzungen, die bestimmte Diskriminierung oder andere Themen, die direkt beispielsweise bei einem ausländischen Standort von Ihrem Unternehmen oder bei einem Tochterunternehmen direkt vorfallen. Das wäre natürlich der Bereich, wo man den größten Hebel auch hätte, tatsächlich anzusetzen und auch die Dinge auch entsprechend zügig wieder gerade zu rücken. Oder geht es um Themen, die bei einem Sub- oder Sublieferanten passieren, wo es erstmal schwieriger ist, natürlich überhaupt zu verstehen, was da im Einzelnen los ist und zum Zweiten dann auch entsprechend vielleicht geringere Möglichkeiten bestehen, hier auch einzugreifen oder die Situation zu verbessern. Und all das wird hier auch entsprechend mit berücksichtigt und es gilt zu priorisieren und es gilt auch dann in angemessener Weise eben dann dort anzusetzen, wo sie auch ansetzen können. Wichtig ist aber vor allem auch diese Kategorie der typischerweise zu erwartenden Schwere
Umkehrbarkeit der Verletzung und Eintrittswahrscheinlichkeit. Denn letztlich geht es nicht nur darum, ob sie ein Einflussvermögen haben, sondern es geht auch darum, sich erstmal ein sehr genaues Bild eben dieser möglichen Risiken und Verletzungen zu verschaffen. Und selbst wenn Sie heute noch kein Einflussvermögen sehen, ist es trotzdem wichtig, sich mit einem Risiko auseinanderzusetzen, um dann vielleicht perspektivisch, aber vielleicht gemeinsam mit anderen über eine Branchenlösung oder über einen unabhängigen Dritten zu gehen, um an der Situation vor Ort dann auch was zu verbessern. Also nicht vorschnell sozusagen diesen Aspekt außen vor lassen, wenn Sie keinen unmittelbaren Einfluss ausüben können. Das sind nochmal die drei Bereiche, die hier skizziert werden. Also eigener Geschäftsbereich, hatte ich schon erwähnt, bezieht sich eben auch auf die ausländischen Tochtergesellschaften, eben all jene unmittelbaren Zulieferer, zu denen direkte Vertragsbeziehungen bestehen, und mittelbare Zulieferer in der tieferen Kette. Was die mittelbaren Zulieferer betrifft, sind sie dann angehalten, aktiv zu werden, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte für eine menschenrechtliche oder umweltbezogene Verletzung bei einem solchen mittelbaren Zulieferer gibt, beziehungsweise eine solche möglich erscheint. Und da reicht beispielsweise auch schon aus, Berichte über schlechte Menschenrechtslagen in Produktionsregionen, Vorfälle in der Vergangenheit bei mittelbaren Zulieferern oder auch Informationen, die über ein einzurichtendes Beschwerdeverfahren an sie herangetragen werden müssen, also an die Unternehmen, die unter das Gesetz fallen. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich auch mit der Lieferkette intensiver auseinanderzusetzen und eben nicht bei den unmittelbaren Lieferanten zu stoppen und zu sagen, all das, was danach passiert in der Kette, darüber habe ich keine Kenntnis. Denn diese substanzierte Kenntnis bedeutet eben genau das, dass man eben auch in die tiefere Kette schauen muss. Selbst wenn es vielleicht noch nicht sofort Möglichkeiten gibt, dort auch aktiv zu werden. Denn das ist auch noch ein wichtiges Konzept, dass es eben nicht darum geht, die Geschäftsbeziehungen zu beenden. Das ist wirklich die Ultima Ratio nach dem Gesetz. Erst geboten bei einer schweren Verletzung, wenn es kein milderes Mittel gibt, wenn die Einflussvermögen auszuüben eben nicht aussichtsreich erscheint und auch erst nachdem man alles andere auch tatsächlich versucht hat und es wirklich keine Abhilfe durch anders geartete Maßnahmen auch gibt. Erst dann soll eine Geschäftsbeziehung beendet werden. Das heißt, der Gesetzgeber trägt dem hier jetzt auch sehr genau Rechnung, dass Unternehmen eben auch bestehende Geschäftsbeziehungen natürlich haben, insbesondere auch mit Blick auf die mittelbaren Zulieferer in schwierige Hochrisikomärkte. Und das ist gewissermaßen die Situation, wie sie ist heute. Und es geht auch nicht darum, dass man mit solchen Ländern keine Geschäfte tätigen soll, sondern es geht darum, im Rahmen dessen, was Unternehmen leisten können, wo sie Möglichkeiten sehen, auch tatsächlich zu einer Verbesserung auch beizutragen. Geprüft und durchgesetzt wird das Ganze, wie gesagt, vom BAFA. Die Unternehmen müssen einen Fragebogen ausfüllen, der jetzt auch schon online ist. Das können Sie sich auch schon anschauen. Es gibt auch ein paar Handreichungen, die auch bereits online sind zum Thema Risikoanalyse. Es wird zum Thema Beschwerdeverfahren, es wird auch eine Handreichung zum Thema Angemessenheit noch geben. Da ist einiges an Literatur und an FAQs aufbereitet worden und die Unternehmen müssen dann entsprechend diese Fragebögen ausformulieren und werden dann risikobasiert und stichprobenartig von der Kontrollbehörde eben auch kontrolliert. Hier ist nochmal ein Screenshot von dem Fragebogen. Das ist sicherlich auch für die KMUs nicht uninteressant, einfach mal zu sehen, was ist da eigentlich gefordert im Einzelnen, was müssen die vom LKSG betroffenen Unternehmen hier tatsächlich ausfüllen, für den Fall, dass Kunden eben auch auf sie zukommen und Fragen stellen. Schadet es vielleicht nicht, sich das auch vorher schon mal angeschaut zu haben. Wie gesagt, keine Pflicht dazu, aber manchmal eben auch
durchaus eine gewisse Notwendigkeit, hier auch mit dem Kunden also bestimmte Informationen zu liefern oder an Themen vielleicht dann auch gemeinsam zu arbeiten. Jetzt noch ganz kurz Blick Richtung Europäische Union. Der Prozess zur Verabschiedung einer Richtlinie auf europäischer Union läuft schon länger. Wenn Sie sich die Eckpunkte hier anschauen, sehen Sie, es gibt sehr, sehr viele Überschneidungen zwischen dem, was da gerade in Brüssel diskutiert wird und dem, wie auch das deutsche Gesetz aussieht. Es gibt aber ein paar Themen, die auch noch ein bisschen anders gelagert sind. Insbesondere sieht der Entwurf der Kommission nochmal eine konkretere, stärkere Unterstützung für betroffene Unternehmen, aber auch für KMUs und für andere Akteure vor. Es gibt eben auch nochmal weiterreichende Themen, die hier auch mit reingenommen werden, also noch andere Pflichten. Also zum Beispiel gab es einen Vorschlag zur Bekämpfung des Klimawandels, der eben auch noch eben dazu zählen sollte. Und es sollte auch die gesamte Wertschöpfungskette angeschaut, betrachtet werden, was wiederum auch den internationalen Standards der freien Leitprinzipien entspricht. Und das Thema zivilrechtliche Haftung ist auch nochmal etwas, was auch in den Blick genommen werden sollte, wie man hier lesen kann. Also Haftung für Schäden, die durch das Nichtergreifen von Präventions- und Abhilfemaßnahmen entstanden sind. Es gibt aber dann in diesem Entwurf unter bestimmten Möglichkeiten auch, unter bestimmten Voraussetzungen auch die Möglichkeit der Exkulpation bei Schäden aufgrund der Aktivität eines indirekten Geschäftspartners. Also wenn nämlich, da wird dann wieder ein Schuh draus mit Blick auf die Bemühungspflicht, wenn nämlich das Unternehmen halt entsprechend nachweisen kann, dass es seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen ist und es aber dennoch zu Verletzungen kam, dann zählt das alles sehr positiv dann darauf ein. Das Ganze ist aber noch kein finaler Entwurf. Der Stand heute ist der, dass die Kommission einen Aufschlag gemacht hat und der Ministerrat sich jetzt eben auch auf eine Position geeinigt hat. Einige Dinge sind da noch in der Diskussion und es geht jetzt weiter ins Parlament und in die Ausschüsse und da ist gerade viel Bewegung drin. Wir rechnen damit auch in den nächsten Monaten, dass es da jetzt auch konkreter wird und weitergeht. Und hier vielleicht nochmal der Hinweis zur Unterstützung auch von KMUs. Also das ganze Thema ist einfach in diesem Richtlinienvorschlag nochmal ein bisschen konkreter auch ausformuliert worden, was auch zum Beispiel das Thema Zertifizierungskosten, also Cost Burden Sharing betrifft, oder auch das Thema der vertraglichen Zusicherungen, die von KMUs verlangt werden können oder müssen, dass eben hier eben auch der Schutz und die Unterstützung dieser nur mittelbar betroffenen Unternehmen auch mitgedacht wurde. Also sprich, vertragliche Zusicherungen, die von KMUs verlangt werden, müssen gerecht, verhältnismäßig und nicht diskriminierend sein. Und es ist eben nicht möglich, aber das ist auch nach dem deutschen Lieferkettengesetz nicht möglich, einfach diese Sorgfaltspflichten 1:1 in die Lieferkette zu bringen und einfach seine Zulieferer dazu zu verpflichten, das alles entsprechend umzusetzen, sondern die Sorgfaltspflicht, die Einhaltung dieser Vorgaben bleibt weiterhin auch bei den direkt betroffenen Unternehmen. Nur die mittelbar betroffenen Unternehmen sind sozusagen da auch mit dabei, indem sie eben Informationen liefern können, indem sie auch gemeinsam auch bestimmte Aktivitäten umsetzen können mit den großen Unternehmen.
Und in diesem Zusammenhang spielt auch das ganze Thema natürlich der Audits und der Zertifizierung eine sehr große Rolle. Und insofern passt es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir jetzt gleich nochmal über unser neues Tool, den Standards-Kompass, sprechen. Das ist ganz explizit kein Compliance-Tool. Es ist kein Tool, was auf der Basis des deutschen Gesetzes formuliert wurde oder entwickelt wurde. Aber es wurde auf der Basis der V-in-Leitprinzipien entwickelt, und die wiederum sind ja auch die Grundlage für diese verschiedenen Überlegungen in Deutschland und in Brüssel. Das hier vielleicht nochmal ganz kurz zu uns, wer wir sind, für die von Ihnen, die uns noch nicht kennen, unser Angebot noch nicht kennen. Wir sind der Helpdesk Wirtschaft und Menschenrechte. Das ist ein kostenfreies Unterstützungsangebot zur Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfalt für Unternehmen jeder Größe. Und das Angebot ist kostenfrei für die Wirtschaft, weil es eben durch das Entwicklungsministerium finanziert wird. Und ich selbst bin Mitarbeiter einer KfW-Tochter, der DEG Impulse, und wir implementieren dieses Programm gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, mit der GIZ. Wir bieten individuelle, vertrauliche Erstberatung, Verweisberatung, Sensibilisierung zu dem Thema. Also Sie können uns anrufen, wir können bestimmte Themen mit Ihnen diskutieren. Wir können auch individuelle Schulungen anbieten, um beispielsweise eine Diskussion im Unternehmen anzustoßen und verschiedene Abteilungen an einen Tisch zu bringen, um dann ja, so einen Strategieworkshop aufzusetzen. Wir haben verschiedene Veranstaltungsformate, die jetzt auch vermehrt wieder auch in Präsenz stattfinden. Zum Beispiel ein Berliner Frühstück. Das ist ein Austausch zwischen Unternehmen und Politik, wo es eben darum geht, dass Unternehmen, Verbandsvertreter und Ministeriumsvertreter gemeinsam auch den Dialog suchen und Trialog suchen und sich da austauschen zu aktuellen politischen Themen rund um dieses ganze Thema Sorgfaltspflichten. Und last but not least stellen wir verschiedene Online-Tools zur Verfügung, beispielsweise auch zum Thema Risikoanalyse, aber auch insbesondere unseren KMU-Kompass, um den es jetzt auch heute nochmal gehen soll. Und zwar haben wir ein Tool entwickelt, der Standards-Kompass, wo wir uns genau anschauen wollen, wie es eben auch in der Ankündigung gesagt wurde, welchen ganz konkreten Beitrag eigentlich solche Nachhaltigkeitsstandards leisten können bei der Umsetzung dieser Sorgfaltspflichten. Und ich würde jetzt einfach mal live in das Tool reingehen und Ihnen einfach mal innerhalb weniger Minuten zeigen, wie das Ganze eigentlich ganz konkret aussieht. Sie sehen hier die Startseite von dem KMU-Kompass. Es gibt zwei Komponenten. Also wir haben den Sorgfaltskompass, der so Schritt für Schritt durch den ganzen Prozess führt. Und dann haben wir den Standardskompass, um den es jetzt heute gehen soll. Es gibt hier zunächst mal so eine umfangreichere Startseite, wo verschiedene Themen auch schon mal ein bisschen erläutert werden. Es gibt zum Beispiel hier eine Unterscheidung, die wir machen zwischen zertifizierungsbasierten und teilnahmebasierten Ansätzen. Es gibt auch eine gewisse Überschneidung zwischen beiden. Aber wir wollten grundsätzlich erstmal unterscheiden zwischen solchen Standards, wo man Mitglied werden kann, und solchen Standards, nach denen man auch zertifiziert werden kann. Wir haben hier was zu Limitationen. Da geht es zum Beispiel auch um Themen wie Korruption oder Ähnliches. Und wir haben auch einen Aspekt Sorgfaltsprozess unterstützen. Vielleicht kann ich da kurz nochmal hinspringen. Da haben wir nämlich uns auch nochmal diese fünf Phasen des Sorgfaltsprozesses angeschaut, über die ich eben auch gesprochen habe, und jeweils immer identifiziert, zum Beispiel beim Thema Strategie entwickeln, was liegt sozusagen in der Verantwortung des Unternehmens. Letztlich eben diese zum Beispiel
ist es zentral, dass die Geschäftsführung durch das Festlegen klarer Verantwortlichkeiten und der öffentlichen Kommunikation der Werte sich eben zu diesen Themen bekennt. Das kann der Standard dem Unternehmen nicht abnehmen, aber der Standard kann auch hier jeweils einen wichtigen Beitrag leisten, indem er vielleicht auch bestimmte Templates zur Verfügung stellt, indem er Orientierung gibt, Checklisten zur Verfügung stellt, den Austausch fördert und ähnliches mehr. Das also als Hintergrund. Und jetzt können wir auch mal direkt in das Tool reingehen. Hier sehen Sie verschiedene Standards aufgelistet, sowohl in dem Bereich Mitgliedsinitiativen als auch in dem Bereich Zertifizierung. Und wenn man jetzt schaut, es gibt hier so verschiedene Filteroptionen, kann man zum Beispiel die branchenübergreifenden Standards mal rausgreifen und sich hier vielleicht einfach zwei mal auswählen. Amfori, BSCI, EcoVadis zum Beispiel sehe ich hier gerade und diese dann direkt auch miteinander vergleichen. Und dann sehen Sie hier sozusagen entlang wieder dieser fünf Phasen, Strategie und Policy, Risikoanalyse, Maßnahmen, Wirksamkeitskontrolle und Kommunikation und Beschwerden und Wiedergutmachung, den jeweiligen Beitrag, den diese Standards auf die Umsetzung eben leisten können. Und das kann man auch nochmal hier entfalten und sich im Einzelnen anschauen. Also die Fragen, die wir stellen, das ist auch hier alles ganz transparent gemacht. Sehen Sie zum Beispiel Thema Grundsatzerklärung. Da fragen wir, verlangt der Standard, dass das Unternehmen eine menschenrechtsbezogene Grundsatzerklärung als Grundlage für die Umsetzung seiner menschenrechtlichen Sorgfalt verfasst und umsetzt, die auf alle international anerkannten Menschenrechte Bezug nimmt und ihrer Größe und ihren Umständen angemessen sind. Und da sehen Sie schon, dass beide Standards da eben auch entsprechend drauf einzahlen. Und dann gibt es aber andere Aspekte bezogen auf die Kommunikation der Grundsatzerklärung oder bezogen auf andere Aspekte bei der Umsetzung, wo das durchaus etwas divergiert, was verlangt wird bei der Zertifizierung oder bei der Teilnahme an einem dieser beiden Standards. Man kann jetzt hier auch nochmal in die Detailansicht gehen und sich das on Detail anzeigen lassen, um was für eine Art von Standard es sich handelt. Also Amfori, BSCI, um das einfach mal zu nehmen, wäre dann jetzt so ein branchenübergreifender Standard, der sozusagen eine Audit-Frequenz von ein bis zwei Jahren hat und insbesondere für diese ersten Stufen der Lieferkette, also Rohstoffproduktion und Herstellung, genutzt wird. Hier ist ein kleiner Erklärtext zu Amfori und hier sehen Sie dann schon den jeweiligen Beitrag, an welchen Stellen dieser Standard sozusagen ganz besonders gut auch unterstützen kann. Und wir arbeiten in diesem Tool, hier sind nochmal die Kategorien aufgezeichnet, wir arbeiten in diesem Tool mit ITC zusammen. Vielleicht kennt der ein oder andere von Ihnen die ITC Standards Map. Das ist die weltweit größte Datenbank für Nachhaltigkeitsstandards. Und uns war hier extrem wichtig bei diesem Tool, dass wir jetzt eben nicht was komplett Eigenes machen, sondern dass wir auch das Ganze gut auch miteinander verzahnen. Und deswegen haben wir eine Methodik entwickelt, die es uns ermöglicht, dass quasi die ganze Datenerhebung und Datenauswertung über ITC, also das ist ja auch eine UN-Organisation, die darüber funktioniert und uns dann quasi im Backend über so eine Schnittstelle hier ausgespielt wird. Und wir schauen quasi bei den Fragen immer dahin, was wird verlangt mit Blick auf das Management-System. Also hier zum Beispiel verlangt der Standard, dass das Unternehmen Maßnahmen ergreift, um alle identifizierten negativen menschenrechtlichen Auswirkungen seiner eigenen Aktivitäten und entlang seiner Wertschöpfungskette zu verhindern oder abzumildern. Und da haben wir dann
zwei Kategorien. Einmal verlangt der Standard, also verlangt der Standard das überhaupt und ist das etwas, was innerhalb von einer bestimmten Frist umgesetzt werden muss? Wenn das nicht umgesetzt wird, was passiert dann? Ist das sozusagen optional oder ist das wirklich ein grober Verstoß? Und entsprechend wird das dann hier bepunktet. Ich will jetzt auch nicht zu sehr vielleicht in diese ganzen Details und Nitty-Gritties dann gehen, aber damit Sie einfach einmal sehen, es wird sehr transparent gemacht, wie eigentlich diese jeweiligen Prozentangaben hier oben auch zustande kommen. Genau, dieses Tool zielt jetzt nicht unbedingt darauf ab, dass man jetzt einfach ein Benchmarking hat und sagt, der eine Standard hat überall 100%, der andere hat 0 und so weiter und ist deswegen irgendwie besser oder so, sondern es geht uns darum, hier die Transparenz zu erhöhen und den Unternehmen eben da mehr Guidance zu geben mit Blick auf die Standards, die sie schon haben, diese eben auch schon nach so einem Management-System-Ansatz funktionieren. Oder wenn Sie natürlich auf der Suche sind nach weiteren Standards, eben auch schauen können, inwiefern hier diese Standards Ihnen auch insbesondere bei der Umsetzung der Sorgfaltspflichten helfen. Es kann natürlich auch noch andere Gründe geben, warum man sich für Standards entscheidet. Wir haben jetzt einfach mal diese Perspektive eingenommen, dass es eben noch nicht besonders viele Informationen dazu gab in der Vergangenheit, welche ganz konkrete Rolle und welchen ganz konkreten Beitrag eben Standards leisten können bei der Umsetzung solcher Sorgfaltsprozesse. Und da wollen wir mit dem Tool eine gewisse Lücke schließen. Bewertet wird hier aber ausschließlich sozusagen, was der Standard auf dem Papier verlangt. Also es gibt verschiedene Disclaimer, die auch nochmal wichtig sind. Also ich hatte es ja eben schon angesprochen, in diesem Abschnitt hier die Limitationen. Also man muss dann zusätzlich natürlich auch noch schauen, wie wird das Ganze konkret umgesetzt, in welchem Kontext bewegt man sich, ist Korruption vielleicht ein Thema, gibt es irgendwie andere Hürden, die vielleicht dazu führen, dass das, was der Standard eigentlich verlangt, aber nicht in jedem Fall auch umgesetzt werden kann. Denn beispielsweise die großen Katastrophen, die vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch noch im Kopf hat, denken Sie an Rana Plaza oder auch den Einbruch dieses Staudamms in Brasilien. Auch das waren Gebäude oder Staudämme, die eben auch zertifiziert waren, aber die im Grunde nicht hätten zertifiziert sein dürfen. Genau, und abschließend vielleicht noch der Hinweis, es gibt hier auch noch einen Downloads-Ordner, wo es eben auch noch verschiedene Checklisten gibt, die man sich auch nochmal zunutze machen kann, um die Standards, die man sich ausgeguckt hat, so ein bisschen zu challengen, also ein bisschen zu fragen, wie funktioniert eigentlich der Standard, wie wird eigentlich die Zertifizierung umgesetzt, was ist da zu beachten. Genau, erstmal das Tool. Wir haben momentan 20 Standards drin, aber wir werden die Liste auch sukzessive erweitern. Hier die Mitgliedsinitiativen und die Zertifizierung aus verschiedenen Branchen jeweils. Also es lohnt sich hier regelmäßig alle paar Monate mal reinzugucken und zu sehen, ob dann vielleicht neue Standards auch mit dazugekommen sind. Ja, soweit erstmal von meiner Seite. Bedanke ich mich schon mal für die Aufmerksamkeit bis dahin und stehe gerne auch noch für Rückfragen zur Verfügung. Herr Drewes, für die wirklich sehr informative Ausführung zu diesem Tool. Ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel, um einfach zu schauen, wie kann ich denn die einzelnen Pflichten umsetzen, die dieses Gesetz dann an mich stellt. Mir ist noch eine Frage während Ihres Vortrags gekommen, die ich gerne noch stellen würde, bevor wir dann an die Teilnehmerfragen gehen. Und zwar würde mich jetzt interessieren, es ist natürlich ein sehr komplexes Feld mit unterschiedlichen Anforderungen,
Herausforderungen, je nach Branche etc. Insofern, wenn man sich jetzt einen schlanken Fuß machen will, fragt man natürlich, okay, gibt es einen Standard, den Sie empfehlen können, nach dem Motto, der ist am nächsten dran an Lieferkettengesetz, damit erfülle ich alles, was ich erfüllen muss, aber vielleicht auch nicht unbedingt mehr. Ich nehme mal an, die glückselig machende Empfehlung wird es nicht geben, aber die Frage an der Stelle noch an Sie, vielleicht gibt es ja doch was, einen Tipp für die Unternehmen. Ja, vielen Dank. Also gut, dass Sie das Thema auch nochmal aufbringen. Wie verhält sich dieses Tool jetzt eigentlich auch zu dem Lieferkettengesetz? Im Lieferkettengesetz ist es so, es gibt eine Palette an möglichen Präventions- und Abhilfemaßnahmen. Also der Gesetzgeber arbeitet da ja mit Regelbeispielen. Und Zertifizierung, Auditierung, das ist eben eine Möglichkeit, tatsächlich auch die Durchsetzung dieser Themen auch in der Lieferkette zu kontrollieren, ist aber, also ersetzt damit ja nicht die Sorgfaltspflichten insgesamt, sondern wäre ein Baustein, um vielleicht Informationen für die Risikoanalyse zu bekommen oder auch bestimmte Anforderungen auch gegenüber risikobehafteten Lieferanten umzusetzen. Und unser Tool ist insofern auch nicht als ein Compliance-Tool zu verstehen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Also selbst wenn jetzt hier ein Standard dabei ist, der extrem viel auf diese Prozesse einzahlt, ersetzt er trotzdem nicht, dass das Unternehmen selbst diese Sorgfaltspflichten umsetzen muss. Nichtsdestotrotz haben wir halt festgestellt, dass die Standards sehr unterschiedlich damit umgehen. Und es gibt bestimmte Standards, die sehr wenig mit Blick auf das Standard, also auf das Managementsystem fragen. Und es gibt andere, die das schon sehr stark verinnerlicht haben. Also zum Beispiel, was ich eben gerade gezeigt habe, Amfori, BSCI ist so einer der Standards oder SH 8000 ist auch so einer der Standards, die da schon ziemlich gut aufgestellt sind in dem Bereich. Oder auch die Fairware Foundation zum Beispiel ist vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff, die also schon sehr stark immer wieder danach fragen, was verlange ich eigentlich von den zertifizierten Unternehmen im Sinne eines Managementansatzes und nicht nur im Sinne von der Einhaltung bestimmter Grenzwerte zum Beispiel. Okay, super. Das war nochmal eine sehr hilfreiche Information. Vielen Dank. Wenn ich jetzt in den Chat schaue, dann haben wir zwei Fragen. Eine Frage ist etwas ausführlich. Ich lese mal vor. Wer ist Adressat des Gesetzes im Konzern und hat das Managementsystem aufzusetzen, wenn kein einzelnes Konzernunternehmen mehr als 1000 Mitarbeiter inklusive Muttergesellschaft hat und die selbst keinerlei Lieferantenbeziehungen hat, der Konzern insgesamt aber über 1000 Mitarbeiter hat. Also sprich, alle zusammenkommen auf über 1000 Mitarbeiter und wer muss jetzt das Managementsystem aufsetzen? Denn die Muttergesellschaft hat selbst keinerlei Lieferantenbeziehungen. Ich weiß nicht, ob Sie zu der Frage uns noch eine Information geben können. Ja, ich kann da kurz nochmal drauf eingehen. Vielleicht jetzt nicht für diesen ganz konkreten Fall das schon abschließend beantworten, weil es ein bisschen komplexer ist, sich das im Einzelfall anzuschauen. Aber ganz grob gesagt, also bei Konzernen ist es so, dass durchaus auch Tochtergesellschaften auch zu der Mitarbeiterzahl der Obergesellschaften hinzugezählt werden können, wenn diese Obergesellschaften einen bestimmenden Einfluss ausüben auf die Tochtergesellschaften. Und dieser bestimmende Einfluss setzt sich eben zusammen aus verschiedenen Anforderungen. Also eine reine Mehrheitsbeteiligung von 50% plus einer Stimme reicht nicht aus da an der Stelle, sondern im Gesetz sind eben verschiedene Anforderungen genannt, also zum Beispiel hohe Mehrheitsbeteiligung oder auch eine gewisse personelle oder funktionale Verschränkung. Da hilft auch nochmal ein Blick in das Aktien Gesetz tatsächlich, um eben diesen bestimmenden Einfluss auch zu eruieren. Das Unternehmen, was die Frage stellte, kann sich da vielleicht auch nochmal in dem Fall an uns wenden. Also wir machen keine Rechtsberatung in dem Sinne, aber wir können da helfen, aufzuzeigen, welche Punkte da relevant sind. Und sollte es dann dazu kommen, dass der Konzern unter das Gesetz fällt, dann wäre also jede Tochtergesellschaft, die über diese Schwelle kommt, würde jeweils für sich genommen quasi diese Anforderungen haben. Und ansonsten die Konzernobergesellschaft sozusagen
Aber umgesetzt werden kann das dann natürlich im Unternehmen auch an anderer Stelle. Also da macht der Gesetzgeber nicht so strikte Vorgaben, dass es immer in der und der Abteilung oder immer durch die und die Struktur umgesetzt werden muss, sondern da gibt es auch eine gewisse Flexibilität, das dort aufzuhängen, wo es eben auch Sinn macht fürs Unternehmen. Aber Okay. Berichten und die ganzen Pflichten würden dann erstmal tatsächlich auf die Obergesellschaft dann zukommen an der Stelle. Okay, super, vielen Dank. Auch nochmal für den Hinweis, dass man dann nochmal im Nachhinein gegebenenfalls auf Sie zukommen kann. Aber ich glaube, die Information, dass das eben nicht so strikt vom Gesetzgeber vorgegeben ist, im Sinne eines Musses, wo es verankert ist, war schon sehr hilfreich, die Information. Dann die zweite Frage, die wir noch im Chat haben, ist, sehen Sie eine Entwicklung hin zu einem Standard bei den vielen Tool-Anbietern? Ja, das ist auch nochmal eine sehr gute Frage. Also wir beobachten das auch, dass da momentan natürlich sehr, sehr viel passiert am Markt der privaten Anbieter, dass sozusagen geschaut wird, welche Dienstleistungen kann man hier anbieten für die Wirtschaft, die sich jetzt gerade auf die Umsetzung vorbereitet. Und es ist natürlich ein bisschen schwer jetzt zu beantworten, wer sich da jetzt durchsetzen wird am Ende. Meine Hoffnung wäre an der Stelle, dass sich solche Standards durchsetzen, die tatsächlich auch robuste Managementsystemansätze fordern von ihren Kunden. Ich glaube, vielleicht wird es nicht ein Standard am Ende sein, der sozusagen allen Anforderungen gerecht wird. Vielleicht ist es auch insgesamt gar nicht so schlecht, dass es da ein bisschen Wettbewerb auch gibt, oder vielleicht will auch gar nicht jedes Unternehmen eben auch zu einem bestimmten Anbieter, sondern wichtig ist an der Stelle für mich eher, dass sozusagen die Angebote, die da gemacht werden, eben auch von den Kunden entsprechend kritisch beleuchtet werden und geschaut wird und nachgefragt wird, ob die Versprechen, die dort gemacht werden, auch entsprechend eingehalten werden. Und da zählt insbesondere natürlich die Frage der Managementsystemansätze. Also es wird nicht möglich sein, diese ganzen Anforderungen einfach auf einen Standard abzuwälzen oder auf eine Plattform zu gehen und zu sagen, damit ist dann meine Pflicht getan. Aber je mehr diese Plattform und diese Serviceanbieter eben auch diesen gleichen Ansatz verfolgen und eben so robust nachfragen, also nicht nur zum Beispiel das Unterschreiben eines Supplier Code of Conduct oder das Hochladen eines Supplier Code of Conduct verlangen, sondern auch entsprechende Mechanismen zur Plausibilisierung der Informationen, die da drin sind, desto eher zahlt es natürlich auch auf die Umsetzung ein. Okay, super. Vielen Dank. Ich sehe jetzt aktuell keine weiteren Fragen. Wir haben viel gelernt, unter anderem bei den Standards genau hinschauen. Und je mehr sich mit Managementpflichten beschäftigt und desto eher zahlt es dann auch wirklich auf die Umsetzung ein. Vielen Dank für den Einblick, den Sie heute gegeben haben. Und wenn Sie noch Fragen haben im Nachgang, dann können Sie uns die gerne stellen, dann werden wir die auch gerne nochmal nachreichen. An Sie, Herr Drewes, nochmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, für dieses sehr informative Webinar. Dankeschön. Ja, ich Bevor ich bedanke mich auch. Gern. Und bevor ich jetzt Sie verabschiede, noch ein paar Veranstaltungshinweise noch von unserer Seite. Wir haben bereits einige Veranstaltungen im neuen Jahr, die sich eben aus dem Geschäftsfeld international speisen, die Sie jetzt hier eingeblendet sehen und nachher auch in der Präsentation, die Sie in den nächsten Tagen bekommen. Vielleicht schauen Sie mal rein, ob da was Interessantes für Sie dabei ist. Zum einen Geschäftschancen in Mexiko, Investment in den USA, aber auch, was ist aktuell in der Ukraine zu beachten, bis hin zum Thema Vertragsgestaltung für internationale Forderungsdurchsetzung. Wir würden uns freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen dann mit den Webinaren auch nochmal für uns interessieren können. Und an der Stelle sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.